Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich heute ein Let's Play vorbereitet, was ganz selten ist auf meinem Kanal. Und wir spielen GTA und ich töte mit der Sniper ein paar Leute. So, viel Spaß dabei. Also, und zwar es geht um die Technik und zwar veraltet die zu schnell. Es ist eine ernstzunehmende Frage, die wir heute besprechen müssen, da ich meine, dass die Technik in meinen Augen zu schnell veraltet. Ein ganz gutes Beispiel ist natürlich sind Smartphones. 2007 hat es angefangen mit den Touch-Handys und dort hat man angefangen halt, also haben andere Hersteller, also iPhone hat angefangen mit den Handys mit einem Touch-Display und die anderen Firmen haben dann nachgezogen und als das iPhone vorgestellt wurde, war das iPhone das High-End-Produkt, ne? Das musste man haben. Jetzt haben wir 2015 und es gibt schon das iPhone 6, ne? Und mir kommt es vor, dass jedes Jahr was Neues rauskommt. Und wenn ein neues iPhone rauskommt, dann ist das vorherige iPhone einfach alt. Ne? iPad. Es gibt jetzt das iPad, weiß ich nicht, was da vorgestellt wurde. Auf jeden Fall wieder ein neues Ding. Und keiner will mehr dieses alte Zeug. Weil Technik sich unglaublich weit entwickelt. Und ja, das ist irgendwie schon sehr krass. Ich meine, damals habe ich auf einem HD-Fernseher gezockt. Dann kam nach kurzer Zeit Full HD auf den Markt. Und da hat es ein bisschen gedauert und jetzt kommt 4K auf den Markt. Und wenn ich so heute auf meinem Full HD-Fernseher zocke, dann kommt mir das doch alles schon sehr steinzeitlich vor. Wenn ich manchmal in Mediamarkt gehe und sehe, wie diese 4K-Fernseher da aufgebaut sind und dieses hammergeile Bild produzieren, da ist dieses Full HD, was ich hier gerade zocke, total, ja, sorry, aber das ist Steinzeit, hallo. Das ist wirklich Steinzeit, was ich habe. Und die Leute, es gibt ja viele Leute, die holen sich jedes Jahr einen neuen Laptop oder holen sich jedes Jahr ein neues Handy. Das ist ja alles in Ordnung, aber manche holen sich tatsächlich jedes Jahr ein Handy für über 800 Euro. So, das ist ja eigentlich auch nichts Verwerfliches, aber es sind leider auch sehr viele Leute dabei, die kaum Geld haben und die fangen dann an natürlich. Das ist teilweise die einzigste Möglichkeit, oder Leute, die kaum Geld haben, Studenten oder was weiß ich, die machen dann irgendwelche Verträge bei Vodafone oder bei 1&1 und dann sind sie schon, ja, sie sind irgendwie eine Sklave von diesen Handyfirmen, ne? Diese Handytarife da, das ist alles teuer, ich habe das alles schon selbst erlebt, das ist auf jeden Fall Fakt. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Finde ich, dass es nicht sein muss, dass man sich jedes Jahr ein Handy kauft für 800 Euro. Es sei denn, du hast auch 1500 Euro netto im Monat. Ne, aber wenn du Student bist oder was weiß ich bist oder Schüler bist und dir jedes Jahr ein neues iPhone kaufst, dann verstehe ich das irgendwie nicht. So, was will ich noch sagen? Ja, die Technik, die veraltet auf jeden Fall enorm. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich viele meiner früheren Abonnenten haben heute PS4. Davor war ja PS3. Das PS3 hat damals ja jeder gezockt. PS3, yo, die Zukunft. Mann, veraltet das Ding. Bei mir, er ist veraltet. PS2, totale Steinzeit. Aber vor 6, 8 Jahren war PS2 noch richtig trendy, ne?
ist alles vorbei. Ist alles vorbei. Immer wenn ein neues Produkt vorgestellt wird, ist das alte Produkt out. Jo, wie findet ihr das? Wie seht ihr das? Findet ihr auch, dass Technik zu schnell veraltet? Schreibt es einfach mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao!